Hallo meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mosel Musikfestival 2016. Mein Name ist Hermann Leven und ich freue mich, dass Sie wieder zuschauen. Das Festival hat jetzt quasi Halbzeit. Anderthalb Monate sind wir bereits an der ganzen Mosel konzertant unterwegs. Wir haben begonnen in diesem Jahr mit einem fulminanten Bruckner-Konzert im Trierer Dom. Dazwischen gab es herrliche Open-Air-Konzerte in den Moselauen in Bernkastel-Kues. Iri Dantaller hat den Jazz Award 2016 erhalten und ein tolles Konzert in Trier im Tagungszentrum der IHK gespielt. Und heute begrüße ich Sie ja, in diesem wunderbaren Park, in diesem wunderbaren Garten des Landhauses Rüssel in Naurath, einem Seitental der Mosel. Da haben wir heute Morgen ein tolles Konzert erlebt, nämlich Bach am Bach. Wie könnte es sinniger sein in dieser herrlichen Atmosphäre hier am Bach des Landhauses. Und Philipp und Letizia Hahn, Philipp ist erst 6 Jahre und Letizia 12 Jahre, spielten hier Werke von Bach, Beethoven und Rachmaninow. Ja, meine Damen und Herren, das erste Septemberwochenende des Mosel Musikfestivals 2016 hat es wahrlich musikalisch in sich. Wir starten in einem Weltkulturerbe der Liebfrauenbasilika in Trier mit einem Konzert unter dem Titel Raumklänge. Trobun Judith Hannover spielen am 2.9. Musik der Renaissance bis hin zur Moderne. Als Zuhörer werden Sie den Eindruck haben, mitten in einem Klangraum zu sitzen in dieser altehrwürdigen Basilika. Und verteilt werden die Musiker verschiedene Werke verschiedener Epochen auf ihren 8 Posaunen spielen. Am 2.9. in der Liebfrauenbasilika in Trier. Am nächsten Tag geht es gleich gigantisch weiter. Wir sind zu Gast im großen Haus des Theaters Trier. 120 Männer des Kölner Männergesangvereins, einem der größten Männerchöre, die es in Deutschland überhaupt gibt, werden dort Ohrwürmer der Oper aufführen. Sie hören aus Richard Wagners Fliegendem Holländer, aus Tannhäuser, Chor der Priester, aus Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte, Sie hören den Jägerchor von Weber. Das Ganze wird begleitet vom Philharmonischen Orchester Trier. Und ich kann Ihnen diesen wunderbaren Opernabend nur ans Herz legen. Intimer geht es dann am Sonntagmorgen im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in Trier zu. Denn dann heißt es unter dem Titel Beethoven um 11, Melodie zur O spielt Werke von Ludwig van Beethoven. Und ihr Beethoven-Spiel gilt als weltweit wirklich hochkarätigst. Ich sage Ihnen, es wird ein Konzert der Superlative werden mit der jungen Pianistin Melodie Zao im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in Trier. Ja, und dann fahren Sie nachmittags in den herrlichen Barocksaal nach Klostermachern gegenüber Zeltingen-Rachtig bei Bernkastel-Kues. Dort heißt das Programm dann Beste Freunde. Das Dennis String Quartett, ein absoluter Tipp unter Insidern für Streichquartette und für nicht alltägliche Interpretation, spielt im Barocksaal von Klostermachern um 17 Uhr am 4.9. Beethoven-Werke, Schostakowitsch und natürlich auch Werke aus Dänemark. Am darauffolgenden Donnerstag, dem 8.9., heißt es in der Mosellandhalle nur ein Wort, nämlich Liebe. Und Insider wissen, Hagen Räther, der tiefsinnige, ja, sarkastische und hochintelligente Kabarettist Hagen Räther, präsentiert dort sein neues Programm in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues am 8.9. Am 9.9., da zeigen wir Ihnen einen verwunschenen Ort. Wir haben etwas entdeckt an der Untermosel, nämlich in Moselkern. Eine, ja, völlig verfallen will ich nicht sagen, aber eine ehemalige Wollfabrik, die schon seit Jahren
in dem Seitental steht und nicht mehr genutzt wird. Aber dieser Charme, dieser marode Charme dieses Industriegebäudes, der ist die richtige Kulisse für das Konzert unter dem Titel Willkommen in Malvonia. In Berlin habe ich ein Ensemble gefunden, das nennt sich Schmalz. Und dieses Ensemble, das hat neben einem irrwitzigen Instrumentarium, beginnend von einem Banjo, einer singenden Säge, einer Thermosflasche, Posaunen, Triangel, Trompeten, Geigen. Also eine Instrumentierung, die natürlich auch eine besondere Musik erwarten lässt. Und das werden Sie dort erleben. Sie werden Gypsy-Musik erleben, Balkan-Jazz, aber auch Klezmer und Handgemachtes. Und dazu gibt es Weine von drei tollen Weingütern der Terrassenmosel in der ehemaligen Wollfabrik im Moselkern. Jamka Grand-Buffet, Jamka, 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 Grand-Buffet. Wieder Mosel aufwärts Richtung Mittelmosel. Im Seitental gibt es das Schloss Feldenz und dort heißt es Opernfantasien im ehemaligen Rittersaal bei Schmalzbrot und Moselriesling. Erklingen dort wunderbare Werke, gespielt von Volker Reinhold auf der Violine und Ralf Zedler am Klavier. Wieder Mosel abwärts am Samstag, den 10.9. Ein Fest für alle, die Vokalmusik lieben. Amarcord hat bereits zu Beginn des Festivals mit den Freunden von German Horn Sound in Trier in der Aula des Priesterseminars begeistert mit Liedern deutscher Romantik. Und sie veranstalten in diesen Tagen im September einen internationalen Meisterkurs für Vokalmusik. Und Abschluss dieses Meisterkurses ist das Konzert am 10.9. in der Evangelischen Kirche in Winningen. Ja, Sie und Er, das ist der Titel einer Veranstaltung in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues, wo wir die große Schauspielerin Senta Berger begrüßen dürfen. Sie wird begleitet von dem Trio Cosi Fantango. Zum Thema Sie und Er, da könnte man ganze Bibliotheken füllen. Senta Berger braucht dafür einen Abend. Die beliebte Schauspielerin liest Texte und Geschichten des Wiener Autors Alfred Polgar. Der längst verstorbene Meister der kleinen Form ist bekannt für seine spitzfindigen und geistreichen Erzählungen über Menschen, die er einst in den Wiener Cafés belauschte. Ja, dass wir wieder die richtige Nase hatten, das hat sich in den letzten Tagen gezeigt mit der Auswahl junger Talente. Denn Juri Rewisch, der junge Geiger, hat die höchste Auszeichnung, die es in Deutschland für klassische Musik gibt, erhalten, den Echo-Preis als bester Nachwuchsmusiker. Der junge Geiger, der übrigens bei seinem Konzert am 11. September morgens um 11 Uhr im Cusanus Geburtshaus in Bernkastel-Kues eine echte Stradivari spielen wird, er wird Werke von Ravel, Camille Saint-Saëns und Debussy zu Gehör bringen. Im Cusanus Geburtshaus, diesem wunderschönen historischen Gebäude am Moselufer in Kues. Meine Damen und Herren, am 11. September ist der Tag des Deutschen Denkmals. Und wir kehren zurück von Bernkastel-Kues, von dem historischen Cusanus Geburtshaus, nach Trier in eine Weltkulturerbestätte, in die Liebfrauenbasilika. Dort interpretiert der Chor Vocalis Frankfurt in einem A Cappella-Konzert die Missa di Apostoli von Heinrich Isaac aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Von diesem Werk existiert keine gedruckte Ausgabe, lediglich eine Abschrift. Und insofern ist es quasi ja, eine Uraufführung nach mehreren hundert Jahren, die wir im Rahmen des Mosel Musikfestivals in der Liebfrauenbasilika in Trier veranstalten. Dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde für alte Chormusik aus Bernkastel-Kues. Wieder Mosel abwärts, nämlich in das Weingut Moritz nach Hatzenbrod.
Dort gibt es ein Open Air in dem Hof, der sich K5 nennt, mit dem Blechbläserensemble Blechreiz. Ja, und in Bernkastel-Kues dann eine One-Woman-Show mit Hilde Kappes. Sie ist eine gebürtige Bernkastlerin, lebt heute in Berlin, ist als Entertainerin, als Musikakrobatin, als Stimmenakrobatin weltweit unterwegs. Sie hat ihre eigene Tonsprache entwickelt, ihre eigene Sprache sogar. Und sie spielt auf außergewöhnlichsten Dingen Musik, vom Abfallrohr bis hin natürlich zum Klavier. Und sie ist eine Entertainerin par excellence. Sie sollten sich diesen Abend am 15.09. in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues nicht entgehen lassen. Und nach Cochem, dort gibt es neben der Burg auch ein wunderschön restauriertes Kapuzinerkloster mitten oberhalb der Altstadt und mit Wildem Holz, einem spannenden, auch nicht alltäglichen Musikensemble. Dort erklingt nämlich mit einer Konzertgitarre, einem Kontrabass und verschiedenen Blockflöten herrliche Musik von den Deep Purple bis zurück zu Beethoven. Astrein, Wildes Holz am 16.09. im ehemaligen Kapuzinerkloster in Cochem. Und am Tag darauf können Sie dasselbe Ensemble in Saarburg erleben. Und zwar in der Kulturgießerei Mabilon. Das Programm heißt dann Freiheit für die Blockflöte. Meine Damen und Herren, heiße Sie wieder herzlich willkommen hier am Konzertflügel des Mosel Musikfestivals im Garten des Landhauses St. Urban in Naurath, im Seitental der Mosel. Und ich will Ihnen noch ein paar Tipps geben für noch schönere Konzerte, noch mehr Konzerte im Monat September des Mosel Musikfestivals. Am 18.09. ist das Delian Quartett zu Gast im Kloster Machern mit einem Programm, das nennt sich Harmonische Satire. Der Titel sagt schon, das wird auch ein spaßiger Konzertnachmittag werden. Und mit dem Spektrum Klavier, mit C geschrieben, gibt es die Klavichortage, die ihre Konzerte in der kleinen Kirche in Welschnonnen in Trier veranstalten, vom 22. bis zum 25. September. Viele wissen es nicht, in Bernkastel-Kues gibt es eine neue Hochschule, die Cusanus-Hochschule Bernkastel-Kues. Und mit dieser jungen Hochschule veranstalten wir einen Workshop zur Musik von Johann Sebastian Bach am 23. September unter dem Titel Leichtigkeit und Strenge. Und das führt auch gleichzeitig zu einem außergewöhnlichen Konzert in der Kapelle des Cusanus-Stifts in Bernkastel-Kues, nämlich Denis Patkovic spielt die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach am 23.09. um 20 Uhr. Aber er spielt sie nicht auf dem Klavier, er spielt sie auch nicht auf einem Cembalo, sondern er spielt sie meisterhaft auf einem Akkordeon. Die Synagoge in Wittlich, die herrliche Jugendstil-Synagoge, ist seit Jahren auch immer wieder Spielort des Mosel Musikfestivals mit außergewöhnlichen Projekten. Mit dem Trio Con Abbadone haben wir ein Trio eingeladen, das zwischen Tango, Chardas und Klezmer dort Werke spielen wird in einer außergewöhnlichen Formation mit außergewöhnlichen Programmen in der Synagoge in Wittlich am 30. September. Ja,
die JTI Classic Lounge im TAM-Museum in Trier. Viele kennen dieses Museum auf dem Viehmarktplatz in Trier, der große Glaskubus, dann 2000 Jahre Geschichte. Und zwischen den alten Mauern, den alten Thermenmauern, dort veranstalten wir jährlich die JTI Classic Lounge. Wir laden interessante Musiker ein. Wir laden aber auch einen DJ dazu ein. Es gibt eine Cocktailbar. Es ist ganz ungezwungenes Konzerterleben. Eine ganz andere Konzertform, wie Sie sie vielleicht aus den Konzertsälen gewöhnt sind. Es beginnt auch etwas später wie normal, nämlich um 21 Uhr. Und in diesem Jahr ist zu Gast Mine, die Singsongwriterin und die weltberühmte, mittlerweile schon Lautenkumpanei aus Berlin. Die Platten legt auf DJ Daniel Schulz am 1. Oktober ab 21 Uhr in der Therme am Viehmarktplatz in Trier. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond lacht über uns. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond lacht über uns. Und der Mond. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir schon am Ende der Präsentation des Mosel Musikfestivals 2016. Mehr als 65 Konzerte an 35 verschiedenen Spielorten entlang der ganzen Mosel, vom luxemburgischen Schengen bis kurz vor Koblenz, haben wir die Musik erklingen lassen im 2000 Jahre alten Moseltal. Und wir schließen dieses Festival mit einem ganz außergewöhnlichen Werk ab, das Sie aber wahrscheinlich alle kennen. Sie kennen Händels Halleluja, und mit dem Messias in der Hohen Domkirche zu Trier am 3. Oktober verabschieden wir uns bis zum nächsten Jahr. Neben den Chören am Trierer Dom werden mitwirken weltberühmte Solisten wie unter anderem Elisabeth Scholl-Sopran, Terry Way Alt, Patrick Grahl Tenor, Jörg Philipp Speer Bass, der Trierer Domchor, der Kathedraljugendchor und, das freut mich ganz besonders, Concerto Köln. Und Concerto Köln ist übrigens mit dem Mosel Musikfestival in besonderer Weise schon seit mehr als 30 Jahren verbunden. Eines ihrer ersten Konzerte außerhalb von Köln spielten sie bereits 1985 im Barocksaal von Klostermachern. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Hermann Leven. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, Sie persönlich bei den Konzerten des Mosel Musikfestivals begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen alles Gute. Karten für dieses Festival erhalten Sie natürlich bei den üblichen Vorverkaufsstellen, bei Ticket Regional, aber auch im Internet unter www.moselmusikfestival.de oder Sie rufen einfach in Bernkastel-Kues an unter der Telefonnummer 06531 3000.